Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Imperator Rom. Wir sind immer noch dabei, hier uns so ein bisschen Platz auf Korsika und Sardinien hier zu sichern. Und wir müssen jetzt einfach mal schauen, wann wir da quasi wieder losschlagen können. Unsere Manpower ist schon wieder auf 91.000 hoch. Das ist sehr, sehr angenehm. Und wir können auch maximal 181.000 haben. Ich bin auch der Meinung, dass wir aufgrund unserer finanziellen Situation uns eigentlich überlegen könnten, noch deutlich mehr Legionen aufzustellen. Werde das auch definitiv tun. Oder die bestehenden Legionen auszubauen. Problem ist bloß, wir müssen halt gucken, dass das ohne Verschleiß passiert. Und wir sind hier mit dieser Armee, was die Versorgung angeht, halt schon echt hier an der Grenze. Ne? Gewicht der ersten Legion 22, Versorgungslimit 27, das ist schon grenzwertig. Viel passt in diese Armee nicht mehr rein. Ende des Seleukidischen Bürgerkriegs. Okay, das ist interessant. Es gibt also einen Seleukidischen Bürgerkrieg an dieser Stelle. Ja gut, muss uns, würde ich jetzt einfach mal behaupten, nicht wirklich interessieren. Überlegen wir mal. Ich denke, ich werde es trotzdem erstmal das Geld, das wir haben, weitgehend benutzen, um hier noch weiter Gebiete auszubauen. Wäre jetzt hier mal so ein bisschen so mein Plan. Huch, jetzt habe ich das hier schon angefangen. Ja, wobei, das ist gar kein Fehler, da darf durch den Marktplatz hin. Wieder jemand tot, wieder jemand Wichtiges tot. Wieder einmal ein Tribunus Militium. Ja, das kann der Pyromachos Charinit machen, dem wir ja Bürgerrechte gegeben haben. Der ist ein ziemlich guter, ja, Militarist, sage ich jetzt mal. Ja, der erhöht jetzt ja die Disziplin um 4,5%. Also wie gesagt, hier brauche ich jetzt das da. Auch hier könnte man das machen. Ich will halt, dass diese ganzen Gebiete jetzt halt einfach mal auch wachsen. Und die ganzen etruskischen neuen Gebiete. Ich will halt überall gleichmäßig, ne? Das sehe ich so meiner Meinung nach am besten. Kartenmodus könnte man das natürlich auch machen. Da ist schon das da drin. Da habe ich das schon drin und das hier fehlt ihr noch. Und schon habe ich wieder fast mein gesamtes Geld ausgegeben. Yay. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Oh, hier ging mir noch was. Komm, dann machen wir noch einen Traumspeicher rein. Die sollen ja schließlich auch wachsen. Ja, dann machen wir hier noch ein Trainingslager hin. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Verdammt. Kohle mache ich jetzt eigentlich. Müsste ja halt auch, sobald diese Dinge gebaut sind, teilweise immer mehr Geld geben. Weil ich durch das hier natürlich auch mehr Zivilisationswert habe. Und mehr Zivilisationswert, ihr seht ja, erhöht das Versorgungslimit, erhöht die Zufriedenheit, das Bevölkerungswachstum. Und dementsprechend halt auch die Anzahl an Leuten, die wiederum arbeiten und damit Steuern zahlen und damit auch Handel treiben und so weiter und so fort. So, jetzt machen wir 30,68. Jetzt habe ich, glaube ich, die Kohle. Genau. Mir fehlt schon wieder irgendwo ein Kommandant. Achso, das ist schon wieder diese Legion hier. Die Straßenbauarbeiten-Legion. Wie wir sie so liebevoll nennen. Bauen die da jetzt eigentlich eine Brücke rüber oder was wird das? Bin ja mal echt gespannt, was das wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir das jetzt hier alles demnächst hier noch so ein bisschen umbauen. Wie lange geht eigentlich unser Omen noch? Och, Handelswert ist doch gut genug. Ausbreitung der Korruption. Über die Ausbreitung der Korruption in unserer Regierung besorgt, hat der Vertreter der Handelsfraktion, Senator Postumus Alketit, weitreichende Unterstützung geweckt und unsere rechtliche Haltung gegenüber den Korrupten zu ändern. Er schlägt vor, dass wir unser Korruptionsgesetz abschaffen, fallen lassen und es wird durch weit strengere Antikorruptionsgesetze ersetzt. Moment, da will ich doch gerade mal gucken. Gesetz Korruption abschaffen? Das ist doch... Wo genau? Antikorruptionskorruption abschaffen? Ein weit strengeres. Welches ist denn das dann? Der Tiberius wird dann beliebter. Wenn wir sagen, es ist eine hervorragende Idee. Postumus wird loyaler. Das wäre eigentlich ganz gut. Und er ist auch noch berühmter dadurch. Rom institutionalisiert Lex Cassia de Senatu. Lex Cassia de Senatu, das ist das hier. Korruption geht monatlich zurück und
Es, also die Aktionskosten parteibilligen, das ist das hier, glaube ich, oder nee. Parteibilligen. Ich weiß, nee, das ist nicht das. Das ist Zivilfraktion, also eine Dingens unterstützen. Das wäre dann auf jeden Fall teurer. Klingt aber eigentlich ganz gut, wenn ich das jetzt hier nicht mache. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, dann verliert er an Loyalität. Ich halte allerdings 10 Unterstützung von der Handelsfraktion, was ich jetzt nicht ganz verstehe, weil ich würde ja ablehnen, was die wollen. Aber ganz im Ernst, ich finde das eigentlich. Ich finde es eigentlich ganz gut. So, wir haben jetzt hier die Lex Cassia de Senatu automatisch dadurch bekommen. Was ich auch ganz cool finde, denn es hat mich dann durch keine Redekunst gekostet, das zu einzuführen. So, wie gesagt, lass uns unsere Manpower jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen also sich ausbauen. Können hier nirgendwo Militäreinheiten, also sinnvolle Militäreinheiten ausbauen. Wie weit geht eigentlich jetzt hier schon mein Handelsarm? Kann ich eigentlich irgendwie mit denen hier verhandeln? Die mögen mich original gar nicht. Ich verbessere mal meine Beziehungen zu Ägypten. Ganz, ganz klassisch als Römer. Ich will natürlich sie zu meiner Kornkammer machen. Oder eventuell vielleicht sogar sie zu einem Bündnis bewegen. Ah, die garantieren also die Unabhängigkeit von Makedonien. Das ist natürlich kritisch, wenn ich mit Makedonien Stress bekäme, ich automatisch die halt auch am Start und an der Backe. Okay. Ich habe jetzt hier diese Flotten. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt nicht einfach quasi erstmal diese Flotten noch weiter ausbaue, damit ich hier gar keine Probleme habe, in Zukunft Truppen rum zu schippern. Das ist etwas, was man auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Wundersame Genesung. Ey, okay, er wurde gesünder. Unerwarteter Natur. Und hier haben wir das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5. Was ich mich gerade eben frage, ist, kann ich eigentlich meine Schiffe wie so eine Brücke hier so drüber packen? Und dann gehen die dann quasi hier so drüber. Das möchte ich mal ausprobieren. Hey, es kann ja sein. Man weiß es ja nicht. Geht das? Es geht auf jeden Fall hier. Ja, Roffel. Da geht das auf jeden Fall. Ja, nee, ist klar. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hier sind Schiffe hin. Kannst du drüber laufen. Alles cool. Warte mal, kann ich jetzt von da über das hier so rüber? Das geht nicht. Okay, das geht nicht. Das ist gut zu wissen. Was, der hat jetzt schon 20? Krasse Scheiße. Aber, wie gesagt, wenn ich jetzt den hier so stehen lasse, dann ist das hier tatsächlich jetzt hier meine Landbrücke. Ich habe eine Brücke aus Schiffen gebaut. Die stehen wahrscheinlich jetzt hier, wisst ihr, die sind jetzt hier alle so. Geht denn das eigentlich? Das ist keine Ahnung, aber es geht. We learned something today. Ich hätte das also alles sehr viel entspannter lösen können. Durch diesen kleinen Bereich hier, Tuskien. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Also die Flotten hier sind auf jeden Fall jetzt hier durch am Start. Wisst ihr was, dann mache ich hier raus aber noch eine größere Flotte, oder? Ich meine, ich kann es mir ja leisten. Schaut euch mal das Geld an. Ein Schrein für die Fortuna. Einige der Anhänger der Fortuna haben uns um Geld gebeten. Ja. Es kostet uns wieder mal einen Arsch voll Geld. Oder wir sagen einfach fuck you. Ich habe nicht das Geld. Ich brauche mein Geld gerade eben für militärische Zwecke. Die Götter müssen warten. 5. Fortschritt in der Redekunst finde ich gut. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir hier so eine 30er Flotte draus. Oder wir könnten zwei 40er Flotten machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind auch zwei 40er Flotten angebracht. Ey, wir können wieder einen Omen setzen. Wie viel Geld machen wir jetzt inzwischen? Wir wissen, wie viel Geld das ist. 22,4. Es würde sich also lohnen, den Handel weiter auszubauen. Oder wir machen jetzt mal hier wirklich mal Bevölkerungswachstum. Ich meine, Geld mache ich ohnehin schon genug. Machen wir doch einfach mal Bevölkerungswachstum. Das macht auch Spaß.
So, hier die Flotte wird weiter ausgebaut. So, du gehst dahin. Also man könnte jetzt eigentlich wirklich hergehen und theoretisch 240er Flotten machen. Dann kann ich nämlich jetzt auch, warte mal, dann kann ich jetzt aber wahrscheinlich auch Einheiten hier ausbauen, oder? Wilde Anschuldigungen. Trotz der langjährigen öffentlichen Dienste unseres Konsuls Tiberius Variani wurde ihm gegenüber der niederträchtigen Vorwurf eines Wahlbetrugs erhoben. Der Beschuldiger habe ich auch noch nie gehört. Der Beschuldiger dieser abscheulichen Verleumdung ist kein anderer als Numerius Xenonit, Drahtzieher der Militärfraktion. Wie sollen wir auf diesen empörende Beleidigung reagieren? Also das Problem ist, wir haben jetzt glaube ich gerade immer wieder, ja genau, wir haben jetzt immer die Populistenfraktion. Denen traue ich das sogar zu, dass sie betrügen. Die Anschuldigung zurückweisen oder vielleicht sollten wir Reparationen leisten, dann verliert Rom Geld. Untragbar verlangt seinen Rücktritt. Dann gibt es Tyrannei. Ja, dann soll er halt einfach das hier zurückweisen. Was soll's. Wird zurückgewiesen. Kann ich jetzt hier auch. Kann es auf dieser Insel tatsächlich nicht. Diese Insel geht das nicht, weil ich hier nicht diesen. Ich habe diesen Fehler gemacht und habe mir das nicht geholt. Aber kann ich das hier machen? Kann ich hier neue Truppen? Nee, auch nicht. Dafür muss ich tatsächlich darüber. Nach Hause. Aber das durfte ja gar kein Thema sein. Wie viele passen da drauf? 25 Versorgungslimit. Hier ist einfach nur eine absolut ausgewachsene Katastrophe. Das hier weg, das hier dahin. Hier ist eine Festung drin. Braucht kein Mensch. Das hier braucht auch kein Mensch. Wie gesagt, das hier soll eigentlich jetzt erstmal zivilisiert werden. So, aufblühende Freundschaft. Tiberius und Hostus haben die letzten Wochen in einer tiefen Debatte über eine Reihe von Themen verbracht, die sie beide äußerst ernst nehmen. In einer kürzlich offenen Diskussion im Senat hat Hostus nun Tiberius direkt herausgefordert und erhofft, dass ihre Kameradschaft eine kleine Unstimmigkeit übersteht. Manchmal kann eine Fehde es wert sein, den Stolz herunterzuschlucken, dann werden sie Freunde, oder... Grundsatzfragen sollte an erster Stelle stehen. Wer ist das hier? Religionsfraktion. Ich glaube nicht, dass der die Loyalität zu Rom verliert. Das ist so ein bisschen ein Problem. Was wollen wir denn machen? Geschwader. Da waren die Triremen disziplinierte Belagerungsingenieure. Oh, das möchte ich haben. Und die Scorpio jetzt. Finde ich gut. So, das sind jetzt hier schon 30. Hier werden zusammengelegt. Eine 40er Flotte. Machen wir raus auch eine 40er Flotte. Okay, wenn ich die Kohle dafür hätte, würde ich das tun. Omenstärke erhöht. So nach und nach machen wir daraus eine 40er Flotte. Und dann machen wir auch hieraus dann ein sinnvolles Ländchen. Eines, das dann auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das soll hier erstmal florieren, blühen und ähnliche Dinge tun. Dinge, die mir einfach Freude bereiten. Und in der Zeit bauen wir unsere Manpower aus und bereiten uns quasi auf die restliche Eroberung hier, ja, von Sardinien vor. Werden wir dann einfach versuchen, in einem Rutsch dann zu nehmen. Wir haben dann theoretisch auch noch hier diese 43.000 Mann Söldner, die wir dann auch noch im Notfall ausheben können. Das würde ich sogar vielleicht sogar direkt vorher machen. Ein neuer Herrscher, dieses Mal von der Handelsfraktion, der Posthumus Al-Khitit, weil der tot ist. Ja, okay, das kommt durchaus auch in den besten Familien vor. Dann nehmen wir ihn hier, wie immer, den besten. Ach, diese blöde Fraktion, ey. Vieler Fortschritt. Geilo. Forschung rockt sich hier gerade eben so nach und nach durch. Wie Kohle haben wir denn jetzt? Das hier ausbauen. Das zum Teufel schicken, das hier ausbauen. Ja, und hier muss ich ja noch das beides machen, habe ich völlig vergessen. Sheet! Einfach nur Sheet. Und baue, baue, baue. Weil mit solchen 40er Flotten können wir dann auch im Zweifelsfall dann auch größeren Armadas dann gegenüberstehen. Und die dann im Zweifelsfall bezwingen. Wäre schon cool. Enter-Taktik oder Ram-Taktik.
Einer erhält Triremen Offensive Bonus. Und hier eher eine Defensive. Wohlstand. Unser Postumus konnte Rom gedeihen. Einige unserer Berater empfehlen die Einführung einer neuen Steuer, damit die Staatskassen an dieser wohlhabenden Ära teilhaben können. Wenn wir die Steuern minimal erhöhen, wird es sicherlich niemand merken. Minimal erhöhen 15% ist gar kein Thema. Wer würde 15% mehr Steuern bemerken? Höhere Steuern bedeuten mehr Schutz durch den Staat. Es ist derselbe Effekt, nur dass es ein Jahr länger ist und die Chance auf Stabilitätsverlust sich verdoppelt. Oder Steuern, wir brauchen kein Gold. Und für ein Jahr 15% mehr, ach komm. Es scheint nichts passiert zu sein. Scheint. Und kann ich jetzt hier Truppen eigentlich ausheben? Das funktioniert jetzt faszinierenderweise. Ja, unter diesen Umständen nehme ich hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Und, warte mal, wie viele Leute können eigentlich drauf? Das sind viel, viel wenige. Das heißt, ich muss irgendwo hin, wo die auch Platz haben. Hier hin. Die wollen mir schon wieder einen Bonus wegnehmen. Das nehme ich langsam aber sicher persönlich. So, 1, 2, 3, 4. Damit ist das jetzt auch geplant. Da kommen die Kavalleristen jetzt an. Ich weiß nicht, ob ich mehr Bogenschützen nehmen sollte. Wir müssen uns gleich mal angucken, wie jetzt hier gleich unsere Strategie sich verändert. 68-70%. Es erhöht auf jeden Fall jetzt hier die Schlagkraft und der Nahkampfstrategie. Die ist jetzt hier ziemlich eben auf. Einengen ist auf jeden Fall... Also wir sehen, dass die Kavallerie, die schwere Kavallerie, effizienter im Nahkampf ist. Das ist ungefähr gleich. Also ich könnte jetzt zum Beispiel noch hergehen und noch ein paar Bogenschützen einpacken. Numerius wird krank. Ja, das ist schlecht für ihn. Lass mal nochmal zwei Bogenschützen. Ups, das war falsch. Hier, 1, 2. Und 1, 2, 3. Schauen wir mal, ne? Ich kann ja auch jetzt hier mal ohne Probleme. Also ich könnte auch mal eine 30er-Stack-Armee aufstellen. Und wieder jemand tot, wieder jemand Wichtiges tot. Was ist das jetzt hier? Ich würde einen Bonus verlieren. Nein. Also er würde sich reduzieren und darauf habe ich wie immer keinen Bock. So. Next, please. Wir beobachten weiterhin hier die Werte. 71% bei Nahkampf. Ja, die Bogenschützen reduzieren das jetzt hier natürlich wieder, die Effizienz. Jetzt aber, wo die Infanterie der Zukunft, wächst dieser Wert wieder. Also, wir haben jetzt im Grunde einfach hier zwei Strategien, die wir wählen können. Wir können den Nahkampf wählen, um das Einengen zu besiegen. Und wir können das Einengen... Oh, militärische Fortschritte, geil. Und wir können das Einengen verwenden... Nahkampf, Einengen verursacht 15% Schaden gegen eine Armee, die Taktik Nahkampf benutzt. Das ist immer krass. Nee, Einengen ist effektiv gegen Nahkampf, genau. Und Nahkampf ist effektiv gegen Umzingeln und gegen die Padmavuya. Keine Ahnung. Außerdem ist, also wir haben eigentlich die meisten Strategien damit eigentlich mehr oder weniger ausgekonnert. So, eine weitere Militärtradition ist drin. Mehr Belagerungsingenieure. Jetzt haben wir schon insgesamt plus 2, seitdem wir spielen. Gucken wir mal die Eigenschaften an, was unsere Prinzipien angeht. Die sind schon ziemlich gut. Machen wir mal weiter. So, jetzt haben wir hier 25.000. 72, 78. Bauen. Wie schwer sind die? Die sind 38. Die werden jetzt gleich nochmal ein bisschen schwerer werden. Dann machen wir nochmal... Und mal drei Bogenschützen. 1, 2, 3. Dann haben wir die erste 30k-Armee. Und die können wir uns leisten. Entwicklung zum Handelsknoten. Die wenig bekannte Stadt Rubra, kenne ich wirklich nicht, hat sich einen guten Ruf als Drehscheibe im Freihandel angeeignet.
Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern strömen hinein und bla 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 Waren und so. Und wir müssen jetzt gucken, was wir haben wollen. Wollen wir Bürger haben? Wollen wir freie Männer haben? Wollen wir Sklaven haben? Oder wollen wir ein insgesamtes Bevölkerungswachstum für die nächsten 20 Jahre haben? Ich denke, das ist mir lieber. Das insgesamte Bevölkerungswachstum wird einfach mehr bringen. 20 Jahre lang 0,25% könnte unter Umständen wirklich reinhauen. Und wir beobachten weiter, wie die Strategien sich hier verschieben. 1000 Mann fehlen noch. 76, 66. Also wir sehen, wir bräuchten eigentlich weniger davon. Wir bräuchten für eine Enge eigentlich deutlich mehr Infanterie. Okay, wieder jemand tot, der wichtig ist. Aber dafür auch wieder jemand geboren. Ich wollte eigentlich gerade irgendwas machen. Wir haben Forscher für Redekunst gerade verloren. So, Moment, denn ich kann nämlich jetzt hier die bevorzugte Flankengröße auf 10 erhöhen. Und übrigens ist das hier die völlig falsche Kavallerie, die hier am Start ist. So, so viel dazu. Die könnten jetzt tatsächlich eine Straße dahin machen. Macht mal eine Straße dahin, Freunde. Und ihr ebenso. Why not? Wieder einmal eine Erfindung. Tja, Technologie, Forschungsgeschwindigkeit, Schiffe, Baugeschwindigkeit, Belagerungsfähigkeit. Ich verbessere es einfach mal, ja, auch weiter meine Belagerungsfähigkeit. Kann ich jetzt, warte mal, wie viel Bevölkerung habe ich jetzt hier? Hier, ich könnte, glaube ich, hier schon jetzt kolonisieren. Nee, kann ich nicht. Ahne auch warum. Muss ich ja alle konvertieren und assimilieren. Ein teurer Spaß, aber lohnt sich am Ende dann halt doch. Das ist auch alles gute Römerin. Das Komische ist, dass man sogar mit den Sklaven machen muss. So, und jetzt müsste es eigentlich gehen. Nee, es geht immer noch nicht. Reicht es wegen der Zufriedenheit nicht? Nein, mir befehlt die Befehlnötigung. Ah, verdammt, die Zivilmacht fehlt mir, die habe ich gerade ausgegeben. Nein! Posthumus Alk der Feige. Rom verliert Stabilität. Warum? Nur weil der Feige ist? Na toll. Warum habe ich so einen Feigling als Anführer? Ein Punkt noch, dann kann ich auch das jetzt hier besiedeln. Oder kolonisieren. Was ist das? Ropikum. Pause. Wo will ich denn die Leute jetzt herbringen? Keine Ahnung, ich nehme es einfach. Ja, nehmen wir den da. So, zack, fertig. Und besiedelt ist. Besiedelt ist. Schon haben wir jetzt hier jemanden. Und das werden wir jetzt hier so nach und nach machen, bis wir alles hier haben. Männer, ihr habt hier schon gerade eben ein bisschen Verlust, ne? Also finde ich jetzt eher so mittelgeil, dass ihr so viel Verlust habt. Deswegen geht jetzt mal hier hin. Und die muss ich eigentlich abholen und aus denen dann auch noch mal eine größere Armee formen. Wie viel passt da hin? 20, 22. Oh, das ist schrecklich. Müsste er die saumäßig Leute hier rüberbringen. Habe ich irgendwo Leute über? Nee, habe ich nicht. Das ist das Problem. Ich habe keine Soldaten über. Warum bekomme ich denn hier Trouble? Achso, weil es 44 und 139 sind. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ungünstiger geht es ja wohl kaum. Aber, oh, ich dachte, stimmt, man kann es ja drehen. Eine Sekunde. Wir halbieren die Armee einfach mal. Und tun einen Teil von denen einfach da drüben hin. Schon sind wir wieder bei zwei gleichmäßigen Armeen. So viel dazu. Die wollen uns einfach nur Geld schenken. Das finde ich gut. Hier wollen wir immer einfach nur Boni wegnehmen. So, wie sieht es eigentlich aus mit Krieg und so? Habt ihr Bündnisse? Bündnis mit den Liensien. Oder was ist das? Elysien? Das ist, glaube ich, Elysien.
Ilinsien heißt es, glaube ich. 10.000 hier, 10.000 da. Denken, nee, das sind, geht auch nicht. Shit. Kann ich denn die da hinpacken? Da könnte ich die hinpacken. Wenn ich halt dann losschlage, muss es halt bereit sein, das gesamte Volk hier. So, gehen wir wieder auf die 5er Flankenbreite. Es bringt nichts, jetzt hier eine Flankenbreite zu definieren, die wir nicht haben. Der Zivilisationswert müsste hier höher sein. Ich lasse es die erstmal wachsen. Ich habe hier noch gar nicht großartig was gemacht. Immer weg, dass sie dafür wieder hin. Die Festung werden wir brauchen. Wie gesagt, ich hätte eigentlich ganz, ganz gerne, dass ich jetzt hier diese dritte Armee auch noch hinstellen kann. Er steht halt mit 25.000 Mann, wobei da viele Streitwagen davon sind. Die Armeen sind halt nicht sehr besonders. Die haben kein besonders hohes Zermürbungsgewicht, sagen wir mal so. So. Ich fände es übrigens cool, wenn das Spiel einem mitteilen würde, wenn man irgendwo plötzlich einen Bonus generiert. Oh, Kurie-Truppen mobilisieren. Das Oberhaupt der Kurie-Familie Manus Denatus hat die Situation in Vena Vrum satt und Truppen mobilisiert. Obwohl die Dinge noch nicht eskaliert sind, könnte dies einen Bürgerkrieg auslösen. Was? Wo? Okay. Oder eigentlich nicht okay. Hey Kollege, du bist... Pause. Die strömenden Scharen zu den Bannern. Okay, das muss ich kurz mal lesen. Jetzt überschlagen sich hier die Ereignisse. Der als Ehrenwolke von Kampanien hat sich in Scharen versammelt, um den bekannten General Manius Curii den Tatus dabei zuzusehen, wie er seine Truppen zu größerem Ruhm leitet. Unsere Delegation aus Vena Vrum hat darum gebeten, auch uns einige seiner eigenen jungen Männer in die Armeen von Malus schicken zu dürfen, bla bla bla. Wenn ich sage nö, würde er halt noch illoyaler. Der hat eine Loyalität von 0? Was zustande gekommen? Das ist eine erzürnte Familie, die hätte ich mal nicht außer Acht lassen sollen. Und ich kann jetzt nichts gegen ihn machen. Eine erzürnte Familie. Ja, habe ich ihm jetzt halt einfach mal erlaubt. Aber auf der anderen Seite, wenn er dumm genug ist, mich anzugreifen, ich meine, guck mal an, da stehen meine Bundesgenossin hier so rum. Könnt ihm jetzt staatliche Ehren erweisen. Kostet mich dann halt. Was soll's. Hat gemacht. Jetzt durfte er friedlicher sein. Gewähre ihm auch noch ein Gehalt. Und dann. Moment, also sollte jetzt eigentlich genau. Jetzt sollte das hier nur noch langsamer runtergehen. Und ich erhöhe dann gleich mal wieder meine Stabi. Kann ich nicht. Okay, kann ich gerade eben noch. Aber das heißt, dass er jetzt hier auch von mir gesteuert werden kann. Und seine Armee wurde aufgelöst. Jetzt ist er zufrieden. Ha! So viel dazu. Problem mit maximaler Aggressivität gelöst. So, wie lange dauert das noch, bis jetzt hier das endlich hochgeht? Stadt, Bevölkerung. Versorgungslimit 204%. Bräuchten halt hier mehr Leute. Das ist das Problem. Mal überlegen, weil ich hier Leute rüber, wie heißt das Ding? Viniloe umsiedeln. Nach Viniloe umsiedeln. Erstmal finden vor Lachen.
Kann ich gar nicht. So weit weg. Kann man nicht so pauschal, habe ich so das Gefühl. Na gut, jetzt gucken wir noch mal ganz, ganz kurz, wie ist es hier momentan mit Frieden aus dem Bündnis, Exporte. Ich könnte tatsächlich diesen Krieg erklären. Ich fingiere jetzt mal einfach mal einen Anspruch auf Korsika. So, das ist schon mal klar. Flüchtige überqueren die Grenzen. Eine Reihe wichtiger Würdenträger, die dem Krieg gegen Makedonien entfliehen, ist in unser Land gekommen und hofft, dort Zuflucht zu finden. Unsere Berater empfehlen aufgrund der fragilen politischen Umstände in unserer Region, ihnen kein Asyl zu gewähren. In der Tat könnte es unsere Gunst bei Makedonien verbessern, wenn wir ihre Arbeit übernehmen. Heißt sie willkommen, erhöht bei Eukrates und Philet. Kann es nicht lesen, Entschuldigung. Philetas. Die Loyalität und ein Onkel irgendwie, der hat auch noch erhöhte Loyalität oder verurteilt sie zum Tode. Makedonien findet uns toll. Fraktionsführer, Onkel von ihm. Wie heißt sie? Willkommen. Scheiß auf Makedonien. Wer ist Makedonien? Makedonien wer? Ganz einfach. So, Freunde, wir gehen jetzt mal mit der Geschwindigkeit runter. Wir haben eine Manpower von 140.000. Ich traue mir zu, dass wir hier jetzt schlimme Dinge verursachen können, die hoffentlich das ganze Thema für uns jetzt zum Wohlgefallen verändern. Ich werde jetzt diese Söldner hier... Halt, ich will sie anheuern. Warum kann ich sie nicht anheuern? Geht das nicht? Wieso geht das nicht? Geht das nur im Krieg? Nein, nur im Krieg zu gehen. Also gut, wir machen es anders, Leute. Dann müssen wir tatsächlich hier unsere Truppen hinpacken. Der 16, der 17? Ja, die Römer fangen früh an. Das ist immer eine krasse Nummer. Das ist ja mal eine krasse Nummer. Okay, erstmal hier die Schwermut. Ja, bedrückend. Schwermut ist bedrückend. Kann man mal so sagen. So, der macht Nahkampf. Der macht Einengen. Der macht Nahkampf. Ich nehme mal an, dass wir jetzt insgesamt mal auf Nahkampf gehen. Wie gesagt, wir schlagen jetzt erstmal gleich diese Armee im Felde. Könnte schmerzhaft werden. Und wieder ist es passiert. Versuchen zu gehen. Wir überfallen sie natürlich hardcore. Durften sie trotzdem stellen. Na, kriegen wir sie? Die haben nämlich keine Moral, das ist das Gute. Wir machen jetzt bei Wirtschaft. Das ist alles okay. Festungsunterhalt. Wie viel Geld machen wir eigentlich noch? Immer beim Festungsunterhalt aufs normale Niveau. Flottenunterhalt kann da bleiben. Wir haben sie gestellt, zumindest teilweise. Haben schon mal jemanden jetzt hier gefangen gesetzt. Ich kann jetzt hier nirgendwo hin. Okay. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir belagern das jetzt hier einfach. Bei der anderen Armee gehen wir dahin und nehmen jetzt diesen ganzen Kladderadatsch einfach ein. Wie gesagt, die versuchen jetzt einfach ihre Truppenstärke hoch zu pumpen. Wir haben jetzt hier die Belagerung, haben jetzt hier schon einen Bonus von plus 4, plus einen General, der das so einigermaßen kann. Das läuft doch. Das hier haben wir jetzt auch schon. Kann der dahin eigentlich? Nee, aber ich kann es eventuell mit den Flotten ermöglichen. Was haben wir denn da? Handelsroute. Yo. Omen, bitte Disziplin. Boah, jetzt kannst du nämlich dahin. Das hier haben wir ja, glaube ich,
zur Diskussion gestellt. Und jetzt erhöhen wir die Geschwindigkeit. Passiert ja gerade eben nichts. Es scheint so zu sein, dass sie jetzt hier auf die Idee kommen, hier rüber zu kommen. Sie wollen das jetzt, glaube ich, hier zurückerobern. Mhm. Wir sind hier bereit. Wenn sie auf die Idee kommen, verrückte Dinge zu tun, wir sind bereit dazu. Hier kommt es gleich zum großen Clash, Freunde. Und rein. Langsamer. Boah, fuck, 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 fuck. Rein, rein, rein. Go, go, go. Nicht verlieren. Gibt's doch wohl nicht. Wie lange brauchen die denn? Jetzt sind welche drin. Wen interessiert dieser Scheiß? Lokale Spannungen. Ja, toll. Was ist in dem? Die Spannungen sind rum. Bla, 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 bla. Reduziere einfach die... Das da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Männer da jetzt reinschmeißen soll. Die haben einfach noch keine Moral. Ja, ich schmeiß die rein. Einfach möglichst viele. Den Feind overwhelmen. So, jetzt komm. Sieh zu, dass du drin bist. Sollte denen jetzt eigentlich hier Schaden verursachen, und zwar ordentlich. So, das haben wir gewonnen. Die gehen jetzt da raus. Der eine Trupp geht da raus. Und ein weiterer geht da raus. Und der Rest wird jetzt hier zu Ende belagert. Wir arbeiten das Ganze jetzt hier zu Ende. Wir müssen noch dahin gehen mit der Flotte. Pause aus. Ich will keinen Bonus verlieren, wie oft denn noch. Und hier ist schon wieder jemand tot. Der Zensor. Leute, die wichtig sind. Ja, dem gewähre ich auch ein Gehalt. Was soll's. Und... den könnte ich höchstens bestechen. Könnte ihn einfach einkerkern. Aber bestechen wäre auch möglich. 0,13. Das ist alles Problem wegen der Tyrannei. Ne? Ich muss halt mit der Tyrannei nicht mal aufhören. Aber es ist eine gute alte römische Tradition. Das ist gut. Lol, echt, ich muss jetzt... Das ist weird. Wie das aussieht. Das sind so viele, die können da glaube ich nicht drauf. Ja, das ist das Problem, es sind zu viele. Was ist das jetzt hier schon wieder? Militärzugang? Nein. Ich schlage euch nicht rein. So, das jetzt ist jetzt endlich erobert. Wie es sich gehört. Rom wird sich das alles nehmen. Und jetzt kann ich endlich mal gucken, was machen eigentlich ihre Armeen und Flotten so. Was machen die gerade so? Ich sehe sie halt nämlich gar nicht. Dinge, die ich so ein bisschen... schleierhaft finde gerade eben. Wir nehmen jetzt Land um Land. Da sind nochmal 1000 Mann irgendwie zu sehen.
Sagen wir mal so 8000. Du nimmst jetzt das da ein, du nimmst das da ein. Du nimmst. Du würdest das dann. Doch, du kannst das dann nehmen, okay. Das ist wieder hier unpassierbares Terrain, warum auch immer. So, 5000 Mann. 10.000 Mann. 12.000, ich sehe schon, wo die sich sammeln. 9.000 Mann. Dann habe ich nur mit denen Krieg. Nee, eigentlich auch mit denen. Komm da bloß gerade eben irgendwie nicht ran. Wahrscheinlich, weil da wieder eine Festung im Weg ist. Die da wird sein. So, zur Hand gehen. Die Zivilfraktion und die Religionsfraktion waren oft gegensätzlicher Meinung. Nichtsdestotrotz ist Publius nun mit seinem Friedensangebot an uns herangetreten und bietet eine begrenzte Menge Kooperation im Gegenzug für den vagen Vorschlag eines künftigen Gefallens an. Ich bin dazu bereit, begrenzten wieder zu kooperieren, alles klar. Ja, wir verschulden dann einen Gefallen. Loyalität geht runter, wenn wir Nö sagen. Oder wenn wir richtig in die Taschen rennen. Ja, komm, wir sagen, okay, unterstützt uns halt mal. Apropos, wir haben wieder mal eine Technologie, die wir uns holen können. Musterkonstruktionen, Schiffebaugeschwindigkeit, Militärtechnologieforschung, Flaschenzug. Liturgien würden die Steuern erhöhen. Momentan machen wir halt auch ein Minus. Spionage, Illoyalität fördern. Aha. Was denn so, wie es aussieht. Weniger. Umstärke erhöhen, Zufriedenheit erhöhen, Loyalität erhöhen. Ich bin echt. Also das finde ich nicht mal schlecht. Plus 0,05 Loyalitätserhöhung finde ich nicht mal schlecht. Das ist nicht wenig. Du gehst da hoch und kannst deine Truppen jetzt hier wieder verbessern. Du kannst jetzt schon mal dahin gehen. Juliane Truppen mobilisieren. Toll. Und wieder so ein blöder Honk, der mir auf den Keks geht. Ich kann ihm jetzt keine staatlichen Ehren zukommen lassen, weil das halt so viel Stabilität frisst. Ich könnte ihm das hier verpassen, das Stechen. Dann macht das immerhin schon mal keinen Scheiß. Es kostet mich eigentlich das hier. 268. Müssen wir einfach mal kurz noch abwarten, solange wie dieser Krieg geht. Das meiste haben wir auf jeden Fall schon mal jetzt hier besetzt. Sobald wir diese Festung hier haben, sieht es für die noch düsterer aus. Ja, ihre Truppen regenerieren, das ist keine Frage. Hier gleich abzufangen. So, du springst jetzt auf die da drauf. Du bleibst hier, wohlgemerkt. Und drei Armeen, das ist eine Menge. Und hier kommt es jetzt zum Clash. Frage ist, wer. Also, ob unsere Männer das noch rechtzeitig schaffen. Wenn der kleine Blaue reingeht. Oh, wir waren siegreich. Da unten waren wir siegreich. Wenn der kleine Blaue noch reinkommt, kommen wir auch noch rein. Aber sieht aber gut aus. Ganz im Ernst, sieht gut aus. Wir fliehen unsere Männer, aber jetzt ist der kleine Blaue drin. Und jetzt sind wir gleich drin. Und dann ist es vorbei. Das war nicht so gut für sie.
gerade nochmal gewonnen. Meine Überraschung. So, die Belagerung wurde gewonnen. Können wir das jetzt hier noch übernehmen? Deren Moral ist ziemlich im Arsch. Dann kannst du jetzt hier nochmal runtergehen. Wir nehmen das jetzt hier alles so Stück für Stück ein. Du gehst schon mal dahin. Da wollen sie tatsächlich Truppen ausheben. Das ist eine Frechheit. Okay, Freunde. Ich würde aber mal sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Break. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter und sehen zu, ob wir Sardinien hier noch in unseren gesamten römischen Würgegriff bekommen. Ich bedanke mich für jeden Kommentar, für jeden Like, für jedes Abo, das ihr hier im Grunde mehr oder weniger möglich habt als euer eigenes oder vielleicht auch das von anderen Leuten, falls ihr mich weiterempfohlen haben solltet. Und ich bedanke mich für eure Kommentare und ja, bedanke mich auch bei meinen Patreons und bei denen wie immer ganz vorne mit dabei. Pastor Pinsi und der Devil4AD als meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. Haut rein, liebe Leute. Romain Victor. Tschüss und Ade.